Zusatzmotivation. Natürlich, auf jeden Fall. Die Motorradfahrer sorgen dafür, dass es hier nicht zu kleineren oder größeren Kollisionen zwischen den Führenden und den anderen Athleten kommt. Tadesse Dabi blickt noch einmal auf die Uhr, befindet sich unmittelbar vor dem Casino-Stadion. Hier im Hintergrund. So, jawohl, und jetzt sehen wir es da im Casino-Stadion. Da sehen wir schon die Tribüne. Jetzt ist der Tadesse Dabi also genau außerhalb des Stadions. Der läuft jetzt noch einmal rundum. Jawohl, jetzt hat er da diese Kurve genommen. Ist jetzt hinter der Südtribüne des Casino-Stadions in Bregenz. Jetzt geht es für ihn dann noch einmal eine Linkskurve. Dann befindet er sich auf der hinteren Gerade. Das ist jetzt diese Kurve. Jawohl. Da auf der rechten Seite, da ist vor wenigen Augenblicken dann auch, oder da ist der Hubschrauber-Landeplatz. Und jetzt geht es für ihn in wenigen Augenblicken links wieder hinein in das Stadion. 2 Stunden und 13 Minuten. Und da sehen wir ihn jetzt im Stadion. Tadesse Dabi kommt da mit langen Schritten ins Stadion. 2 Stunden und 13 Minuten, 20 Sekunden sind absolviert. Und jetzt erscheint er in wenigen Augenblicken auf der Zielgerade. Tadesse Dabi aus Äthiopien, Sieger des Sparkasse Dreiländermarathons 2015, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Sieger Tadesse Dabi aus Äthiopien. 2 Stunden, 13 Minuten und 44 Sekunden. Und jetzt hat er es geschafft. Unglaublich, Sabine. Tolle Bilder, toller Läufer. Unglaubliche Leistung. Das Stadion hier in Bregenz, Casino Stadion, es lebt, es tobt. Der Sieger wurde mit einem unglaublichen Applaus begrüßt. Ich denke, wir müssen auch den Verein so lange auf den Zweitplatzierten warten. Ja, jetzt warten wir auf den Zweitplatzierten. Schauen wir mal, wie viel Rückstand der Richard Kiprono Bett und sein Kollege Peter Cege Wangari haben. Die dürften jetzt aber in wenigen Augenblicken, dürften die jetzt auch bei uns im Ziel hereinkommen. Da sehen wir wieder den Eingang ins Ziel, ins Stadion. Da geht es dann noch einmal 200 Meter und dann sind sie im Ziel. Wir warten auf den zweiten und auf den dritten. Ganz gespannt bin ich aber auch. Ja, da haben wir jetzt rechts auch gesehen einen. Da sehen wir jetzt wieder in dem Anzug Run Together. Die warten jetzt auf ihre Läuferinnen, auf ihre Läufer. Und da kommen sie. Da kommt. Da müssen wir jetzt noch einmal schauen. Das dürfte vermutlich die Startnummer 3 sein. Richard Kiprono Bett im Vorjahr Zweiter. Und jetzt schauen wir mal. Er wird also Zweiter. Da hat der eine Kollege den anderen auch auf den letzten Metern stehen gelassen. Bad Richard ist sicher der bessere der beiden Läufer. Der andere Kollege von ihm, Trainingskollege, der war auch dazu da, ihn zu unterstützen. Wir sehen da die Fahne aus China. Tolle Sache. Und links, jawohl. Und das ist die Startnummer 3. Das ist Richard Kiprono Bett. Seine Zeit. 2 Stunden 15 und 58 Sekunden. Richard Kiprono Bett ist im Ziel. Und da sehen wir den Drittplatzierten. Das ist Peter Cege Wangari, ebenfalls aus Kenia. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie lange wir dann auf den Viertplatzierten, unseren Steger Harald, so hoffen wir, warten ja, müssen. Bei Kilometer 30 hat er knapp 13 Minuten Rückstand gehabt auf das Führungstrio. Das heißt 2 Stunden 26, 27 ungefähr. Und jetzt sehen wir den Drittplatzierten. Er kommt ins Ziel und das ist Peter Cege Wangari aus Kenia, ebenfalls
für Run Together am Start. 2 Stunden 16 und 42 Sekunden seine Zeit. Unglaublich. Also, die ersten drei haben wir im Ziel. Kurz Resümee zum Marathon, zu den ersten drei. Vom Start weg mit dem Pacemaker relativ mit einem tollen Tempo am Weg zum Streckenrekord. Hat dann am Ende nicht ganz geklappt. Ja, das ist immer eine sehr individuelle Sache. Es hängt von vielen Faktoren ab, ob ein solcher Streckenrekord wirklich in Angriff genommen werden kann oder nicht. Die Athleten merken das auch im Laufe des Wettkampfs und wissen dann, ob sich eine gezielte Attacke auf den Streckenrekord an diesem Tag auszahlt oder nicht. Zum einen die individuelle Verfassung, aber auch, ob es stark regnet oder wie die Gruppe an sich zusammenarbeitet und funktioniert. Ja, das also die ersten drei im Marathon bei den Herren. Wir warten auf die erste Dame. Das wird Katrin Müller sein. Und wir warten auf den schnellsten Vorarlberger. Herzlich willkommen am Livestream. Herzlich willkommen allen Zusehern, die bei uns hier mit dabei sind. Beim Sparkasse Dreiländermarathon. In den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir haben mittlerweile die ersten im Ziel gesehen. Im Marathon, Halbmarathon und im vierten Marathon. Wir warten also auf die schnellste Dame und den besten Vorarlberger und geben in der Zwischenzeit noch einmal kurz ab in die Werbung. A big race from you, a good time. It's not a record, but it's a very good time. What to say about the race? The race is good, but the weather condition is so hard for today. Since it is impossible to run, to cut the course record in around this area. In case of that, I didn't cut it. And you feel good here? The fans are okay? The fans? Yeah, it's good, but the rain is very rained. Naja, der Regen war ihm ein bisschen zu hart, sagt er. Das war nicht gut. Aber er kriegt jetzt den größten Applaus überhaupt. Der Sieger, Tadese Noni, the big hands. Thank you very much. Ja, also, heute den Erfolg. Dann haben wir ein schönes Foto. Ja, das war also Tadesse Dabi im Siegerinterview. Er hat sich da sehr, sehr gefreut und ja, ein bisschen Regen. Ist eine Outdoor-Veranstaltung, ist ein Marathon, da muss man das Wetter nehmen, wie es kommt. So, wir blicken noch einmal kurz zurück und zwar zu Kilometer 30 und da hatten wir ja an der vierten Position und jetzt haben wir es da genau. 16 Minuten und 15 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Unser Harald Steger aus Vorarlberg wird eventuell wirklich als Vierter ins Ziel kommen. Bei den Damen Katrin Müller, Monika Karl und Anja Kops auf den Plätzen 1, 2 und 3. Und da tut sich schon eine Welt auf. Also bei Harald Steger hier bei Kilometer 30 an Position 4, da erkennen wir, dass er in einer Gruppe unterwegs ist. Das ist zu diesem Zeitpunkt des Rennens ein absoluter Vorteil. Er ist hier zusammen mit Josef Raphael und Faye Daniel, beides Schweizer Athleten unterwegs. Wir werden gespannt sein auf die nächsten Zwischenzeiten, wie sich das Rennen an dieser Stelle entwickelt hat. Ja. Bei den Damen, ja, sehen wir ganz eindeutig, dass sich Katrin Müller bereits in fast 10 Minuten absetzen bzw. die Führung ausbauen konnte. Das ist ein massiver Vorsprung zum Zeitpunkt dieses Rennens.
Doch im Marathon, nichts ist unmöglich. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. In der, ja, ja, knapp 7-8 Minuten. Da dürften dann die nächsten Finisher im Marathon ins Ziel kommen. Das werden dann Harald Steger, Raphael Josef und Daniel Fee sein. Da schauen wir wieder auf das Bild, das alle sehr, sehr interessiert. Vielleicht erkennen Sie den einen oder anderen, der jetzt ins Ziel kommt. Da kommen immer noch Athleten vom vierten Marathon und vom Halbmarathon ins Ziel. Unglaublich, die Leistung nach 2 Stunden 22 sind also schon viele, viele im Ziel. Ja, vor uns im Studio sehen wir eine Dame, wir haben sie jetzt nicht im Bild, die Vorjahressiegerin im Marathon bei den Damen. Ihre Zeit vor einem Jahr war 2 Stunden 50 Minuten und 38 Sekunden und das ist, Sabine? Das ist die Sandra Urak, eine ausgezeichnete Athletin hier im Ländle. Sie hat letztes Jahr hier wegen ihr Marathondebüt gegeben und das Rennen mit einer überragenden Zeit von 2 Stunden und 50 Minuten gewinnen können. Ja, wir schauen jetzt also auf die Katrin Müller, dann auch auf die erste Dame im Marathon. Nach 30 Kilometern knapp unter 2 Stunden. Was denkst du, was wird sie ungefähr, Daumen mal Pi, für eine Endzeit dann haben? Ja, mir gegenüber hat sie im Vorfeld angegeben, dass sie eine Zeit zwischen 2,50 und 3 Stunden anpeilt. Ich denke, es wird irgendwo in diesem Bereich auch liegen. Beim Marathon ist es insbesondere von der körperlichen Verfassung auf den letzten Kilometern abhängig, ob man den Schnitt wirklich durchziehen kann. Wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, die Distanz zwischen 5,35 Kilometer und 1,42 Kilometer, das ist auch etwas, was man im Training eigentlich so nicht trainieren kann. Da kommt es auf die Tagesverfassung an, ob man sich richtig ernährt hat im Rennen und wie es von der Motivation her ausschaut. Ja. Da sehen wir die weiteren Finisher. Sabine, wir haben den Harald Steger angesprochen, der Vorarlberger. Es sind aber noch mehr Vorarlberger am Start, auch im Marathon. Den Andreas Gehrer, den haben wir noch nicht gesehen. Ich denke, der ist da. Oh, doch, jetzt haben wir ihn auch. Und zwar, er ist bei Kilometer 30 auf Rang 9. Du kennst den Andreas Gehrer schon etwas besser. Ich kenne Andreas Gehrer vom Trigantium Regens sehr gut. Er hat sich hier 2012 mit einem fünften Gesamtplatz in unglaublichen 2 Stunden 43 und 18 Sekunden in Abwesenheit von Steger Harald auch den Landesmeistertitel im Marathon sichern können. Und Steger Harald und Andreas Gehrer haben sich im Vorfeld schon gegenseitig etwas angekündigt, sich hier um den Titel des Landesmeisters duellieren zu wollen. Letztes Jahr hat er das Rennen auf Platz 16 belegt, wobei er hier nicht in optimaler Verfassung war. Ja, das also die Infos zu Andreas Gehrer und ich darf jetzt eine ganz liebe Dame grüßen und zwar eine Moderatorin-Kollegin von Martin Böckl und von mir, die Martina S. hat uns gerade geschrieben, der Livestream ist einfach sensationell. Sie grüßt uns und sie sagt vielen Dank für den Livestream. Ich sage vielen Dank zurück an die Martina S. und ihren Mann, die sind mit dabei beim Livestream und das freut mich besonders, Sabine an deiner Seite, echt top, das freut mich. Sabine, also ich glaube, wir werden dich öfters einmal als Expertin dann mit dabei haben. Martina, vielen herzlichen Dank für diesen lieben Gruß, freut mich persönlich ganz, ganz riesig. So, 2 Stunden 26 Minuten sind jetzt absolviert. 2 Stunden 26 und wir warten auf Harald Steger. Wir warten auf den ersten Vorarlberger, auf den Landesmeister im Marathon.
Ja, es wird noch einmal richtig spannend. Die Leute hier im Stadion, sie warten natürlich ganz gespannt auf den Vorarlberger Landesmeister und die Vorarlberger Landesmeisterin, die hier über die Marathondistanz am heutigen Tag gekürt werden. So, wir sehen immer mehr und mehr Finisher ins Ziel kommen. Das ist sensationell. Da reißt einer noch die Arme hoch. Sensationeller. Den Halbmarathon gelaufen und dann am Ende noch Arme hoch. Freude, Jubel. Das ist wunderbar. Sensationell. Da sehen wir die nächste Dame. Eine Walking-Dame. Sabine, bitte. Ja, wie wir hier sehen, also für den Zuschauer zur Orientierung. Grüne Startnummer bedeutet 10,9 Kilometer, gelbe Startnummer, das sind die Finisher vom Halbmarathon. Wir sehen hier im Bild eine Dame. Das die ist Heidemarie, unglaublich, genau. Also das ist wunderbar. Und das ist das Schöne an Martin Böckle und an dem Moderationsteam, das er auch hat. Er geht auf die Athletinnen, auf die Athleten ein. Er ist nicht einfach nur einer, der da sagt, ja, hallo, im Ziel und auf Wiedersehen. Das ist war jetzt ein typisch tolles Bild und jetzt gibt es das. Jetzt sehen wir da, jawohl, jetzt wird die Heidemarie, Viertelmarathon-Teilnehmerin, wird jetzt jubeln. Das wollte er ein bisschen mit Martin Böckle, unglaublich. Das sind einfach geniale Bilder, die wir hier sehen, sensationell. Und wir sehen weiter. Ins Ziel kommen weitere Athleten, da kommen sie dann eben ins Stadion herein, 2 Stunden 28, 20 Sekunden. Wir sehen es hier eingeblendet. Das ist die aktuelle Laufzeit. Wir warten auf die erste Dame. Da schauen wir mal. Ja, die hat knapp, ja ziemlich genau, 10 Minuten auch Rückstand auf den Harald Steg. Also die Katrin Müller dürfte mit knapp 10 Minuten Rückstand dann auf Harald Steger ins Ziel kommen. Hier wieder Athleten mit der gelben Startnummer zur Orientierung. Diese Athleten haben alle den Halbmarathon bewältigt. Unglaubliche 21,1 Kilometer. Tolle Leistung, große Freude. Jeder hat sein eigenes persönliches Ziel. Hoffentlich, so wie sich das vorgestellt hat, auch erreicht. Die Läufer mit der weißen Startnummer, die wir in weiterer Folge sehen werden, das sind eben die Marathonläufer, die sich über die ganz lange Distanz gewagt haben. Ja, und es gibt ja noch den VN-Teambewerb. Das haben wir eingangs der Sendung schon ein bisschen erklärt. Also drei Läufer laufen eine Art Staffel, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Ja, früher hat das so stark gefunden, dass über die Marathondistanz ein Staffelbewerb ausgetragen wurde. Das bedeutet, jeder der Staffelmitglieder ist einen unterschiedlichen Streckenabschnitt gelaufen. Jetzt hat man das Ganze etwas ummodelliert und zwar drei Athleten oder Athletinnen pro Team starten über die Strecke des Viertelmarathons und die Zeiten werden im Ziel addiert. Wobei das Wichtigste an diesem Teambewerb ist vor allem die Freude an der Durchführung oder beziehungsweise die Freude an der Teilnahme an dieser Veranstaltung. Und deshalb hat sich der Veranstalter auch entschieden, den Hauptpreis nicht unbedingt dem schnellsten Team zu geben, sondern diesen zu verlosen. Ja, das ist das Schöne an dieser Geschichte, dass auch vielleicht die Letzten die Ersten sein können. Absolut. Das ist das Schöne. Ja, wir sind mittendrin in den Zieleinläufen. Der Viertelmarathon ist, der Halbmarathon ist. Wir haben zwischenzeitlich die ersten drei im Marathon bei uns im Ziel begrüßen dürfen. Sieger, großer Sieger im Marathon. Das war Dabi Tades vor Richard Kipronobet und Peter Wangari. Und wir warten gespannt auf den Landesmeister im Marathon. Wir warten gespannt auf den besten Österreicher. Wir warten auf Harald Steger. Und da sehen wir es mit der Startnummer 1113. Und das ist, jawohl, das ist die Katrin Müller. Das ist die schnellste Dame. Jetzt haben wir sie hier im Bild, Katrin Müller. Und das ist Dominik Berger an ihrer Seite.
Genau, wie ich es vermutet habe, Dominik Berger, auch ein Kollege vom Skifit Racing Team. Er hat seine Profikarriere vor wenigen Wochen beim Transvorarlberg Triathlon offiziell beendet, ist auch Vater geworden. Und er wird Katrin hier unterstützen bei ihrem Marathondebüt. Ich wünsche ihr noch viel Energie für die letzten Kilometer, aber sie sieht gut aus. Sie ist eine routinierte Profiathletin und am Laufstil kann ich hier nicht erkennen, dass hier irgendein größerer Einbruch stattgefunden hätte. Also, Katrin Müller, jawohl, jetzt sehen wir sie, aber die sieht ja sehr gut aus. Die sieht sehr gut aus, läuft ihr Tempo da wirklich sehr, sehr gut. Und an ihrer Seite, also Dominik. Ah, nein, das ist nicht mehr Dominik Müller. Nein, das ist nicht der Dominik Berger. Wir haben ja, Dominik das Berger, hier im Bild nicht so genau gesehen. Katrin Müller wird hier durch einen anderen Athleten unterstützt. So, wir schauen mal ganz kurz, wer da die Katrin Müller. Es ist so, dass man auf der Strecke auch immer wieder Athleten findet, deren Tempo man sich anschließen kann. Das ist das Tolle an einem solchen Bewerb. Man muss praktisch nie alleine laufen. Es findet sich immer wieder der ein oder andere Tempomacher, meistens auch ganz spontan. Wir sehen hier im Hintergrund auch noch einen Athleten über die Marathondistanz. Ja, das dürfte von der LG Farnberg ein Athlet sein, der da im Hintergrund zu sehen ist. Und wir warten. Jetzt sehen wir, das ist Harald Steger. Der kommt jetzt zu uns ins Ziel herein. Harald kann sich hier den 7. Landesmeistertitel in Folge sichern. Nicht in Folge, 2012 ist dieser Jahr an Gera Andreas gegangen. Aber er liegt hier nur knapp über seiner Bestzeit von 2009. Die Uhr ist derzeit bei 2 Stunden und 34 Minuten. Also die letzten Jahre hat Harald Steger etwas länger gebraucht. Heuer wieder eine absolute Topzeit. Ja, also jetzt kommt das Ziel. Harald Steger zum 7. Mal Landesmeister. Wir ziehen unseren Hut vor Harald Steger. 2 Stunden 34 und knapp 17 Sekunden. Also 2:34:17 und das ist wieder Katrin Müller, die führende Dame. Also Gratulation an Harald Steger, wunderbar auf Rang 4 in der Gesamtwertung. Und Katrin Müller wird also aller Voraussicht nach auch den Sieg bei den Damen einfahren. Und da sind wir. Harald Steger. Und jetzt kann Martin Böckle das Interview mit dem Landesmeister machen. Mit Harald Steger. Wir geben zu Martin Böckle. Und natürlich hier für das Publikum. Harald, angepeilte Zeit, du hast gesagt, der 2:35. Du hast dein Rennen quasi hier gelaufen. Wie war es zum ersten Mal als Opa zu laufen? Ja, vom Opa habe ich nichts gemerkt. Aber also es war super, am Anfang extrem windig. Wir sind eine gute Gruppe gewesen mit den zwei Schweizer, die jetzt da gleich kommen. Es ist einfach gut gelaufen und jetzt zum Schluss der Rückenwind und dann die Motivation zum Wissen, man ist vorne. Es ist super gewesen und danke an alle an der Strecke fürs Anfeuern. Ja, tolle Worte hier, soweit Harald Steger, Gratulation. Wir gehen wieder zum Sebi im Studio und zur Sabine. Unser Applaus auch für den Daniel, der gerade... Ja, das also Harald Steger, der freut sich einfach. Ja, und jetzt sehen wir da wieder die Katrin Müller. Jetzt sehen wir, die Katrin Müller kommt in wenigen Augenblicken dann auch hier bei uns ins Ziel herein. Kommt da schon aus dem Wald heraus. Und die wird jetzt dann auch in knapp 10 Minuten bei uns erwartet werden. Katrin Müller. So. Sabine, sieht gut aus. In knapp 10 Minuten dürften wir sie
hier bei uns begrüßen. Genau, sieht locker aus, sieht flüssig aus. Sie wird sicher versuchen, hier an ihrem Tempomat dran zu bleiben. Es drückt etwas bei diesen Aufnahmen, was das wirklich für ein Tempo ist, eine Zielzeit zwischen 2,50 und 3 Stunden anzupeilen. Das ist schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung für ein Marathondebüt. Aber Katrin Müller ist eine sehr routinierte Athletin. Wie schon erwähnt, eigentlich Triathletin, Profi-Triathletin des Skinfit Racing Teams. Sie hat heuer schon Xterra-Bewerbe, also Cross-Triathlon in Frankreich und Portugal gewonnen. Im Marathon im Ziel. Und das, jetzt haben wir es, glaube ich, herausgefunden. Möchten wir uns jetzt entschuldigen, die Technik hat uns da ein wenig im Stich gelassen. Das dürfte Timo Hummel aus Deutschland sein, der da mit der Katrin Müller gemeinsam jetzt ins Ziel laufen wird. Also Timo Hummel aus Deutschland. So, und jetzt schauen wir da mal. Wir haben den nächsten, und zwar Daniel Fee auf Platz 5 und Josef Raphael, beide aus der Schweiz. Er ist auf Platz 6, also diese beiden sind jetzt auch im Ziel. Wir haben 6 Athleten im Marathon im Ziel. Auf Platz 1 Tadej Stabi, auf Platz 2 Richard Kiprono-Britt, auf Platz 3 Peter Cege Wangari, auf der 4 Landesmeister im Marathon Harald Steger, auf der 5 Daniel Fee und auf der 6 Raphael Josef. Wir warten auf die schnellste Dame und da sehen wir sie. Und da zieht sie ein wenig an und der Timo Hummel, der Herr an ihrer Seite, kann ja da, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz folgen. Egal. Ja, das sein Rennen laufen. Was ich gemeint habe beim Marathon, da kann sich auf den letzten Kilometern noch einiges tun. Ich denke, die Katrin kann sich jetzt hier noch einmal ganz besonders motivieren. Ihre Saison wird nach Abschluss dieses heutigen Rennens auch vorbei sein. Sie hat eine extrem lange und anstrengende Wettkampfsaison hinter sich. Hat gerade vor 2 Wochen noch ein anstrengendes Triathlon-Rennen absolviert. Sie war auch beim Transvorarlberg am Start und hat heuer bereits bei der Cross-Triathlon-EM in Schluchsee den 4. Platz belegt. Also Top-Leistungen. Ja, da sehen wir tolle Aufnahmen von unserem Kameramann auf der Strecke. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Da kann sie noch kurz in die Kamera schauen. Daumen hoch. Also es geht ihr gut. Der Katrin Müller, die ist auf dem Weg zu uns ins Ziel. Ja, also bei ihr, das war Timo Hummel vom Verein Maihof Gangsters mit der Startnummer 387. Aber jetzt, und das denke ich, jetzt ist sie alleine auf dem Weg. Jetzt kämpft sie die letzten Meter für sich alleine und wird dann in wenigen Augenblicken ins Ziel kommen. Ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, der auf den letzten Kilometern des Marathons nicht kämpfen muss. Diese Kilometer sind für jeden hart. Diese Kilometer bringen jeden an seine eigenen psychischen und physischen Grenzen. Und da liegt es an einem selbst, sich noch einmal wirklich zusammenzunehmen, zu fokussieren, das Ziel vor Augen zu haben und das Tempo durchzuziehen. Hier im Hintergrund sehen wir immer noch ihren Laufpartner, den sie wahrscheinlich kurzfristig auf der Strecke getroffen hat, den Uwe Timo aus Deutschland. Ich glaube nicht, dass das abgesprochen war. Ich glaube eher, sie hat sich ihm kurzfristig einfach angeschlossen und vermutlich werden die beiden ziemlich zeitgleich ins Ziel hier einlaufen. Ja, ist auch für den Timo Hummel sicher tolle Sache. Er kann sich da an die Katrin ranhängen und vielleicht die eine oder andere Sekunde gut machen. Es ist für die Männer schon immer auch eine besondere Motivation, vor der ersten Dame ins Ziel zu kommen. Das ist so
ein kleines No-Go für die richtigen ambitionierten Top-Athleten, wenn sie sich von einer Dame überholen lassen. Aber wir müssen natürlich sagen, die Katrin Müller, sie ist natürlich eine Ausnahmeathletin. Hat auch bei uns hier in Lemle im Mai das Lustenauer Ironman League, das legendäre Lustenauer Ironman League. Nein, nicht am Janersee. Ah. In Lustenau, das Ironman League. Okay, das ist Lautach, der Janersee. Lustenau Ironman, ja, aber man muss schon auch dazu sagen, von der ersten Dame im Marathon darf man auch überholt werden. Das ist keine Schande für keinen Athleten auf der Strecke. Ja. Sie sieht gut aus. Da sehen wir Lauftreff Asbach. Ja, wunderbar. Und jetzt ist sie Höhe Sanatorium Mehrerau. Und ja, die Zuschauer auf der Strecke, die haben eine Gaude. Die sehen auch, die merken auch, das ist die erste Dame. Die gehört angefeuert und für sie auch wieder diese Motivationsspritze, bevor es dann in knapp 5, 6, 7 Minuten für sie ins Ziel geht, hier bei uns im Casino-Stadion, wo schon viele, viele Athleten hier im Ziel sind vom vierten Marathon, vom Teambewerb und vom Halbmarathon und auch die ersten 7 vom Marathon, denn es ist auf Platz 7 Ferdinand Bürzel ins Ziel gekommen. Und jetzt sehen wir den Helikopter, das heißt, die erste Dame ist nicht mehr weit von uns entfernt. Und da gibt's. Wir sehen hier an den Bildern auch wirklich, dass die Katrin immer noch sehr locker läuft. Hier im Ziel Andreas Ehrer, Vize-Landesmeister im Marathon. Er wird mit der Zeit von 2:43 sehr zufrieden sein. Seine Bestzeit liegt im Jahre 2012 bei 2:43:18. Das hat er heute, soweit ich das erkannt habe, sogar unterboten. Jawohl. Das also Andi Gehrer und die Katrin Müller da bei der letzten Verpflegungsstation, bevor es für sie ins Ziel geht, also bei Kloster Mehrerau. Da sehen wir wieder die vielen, vielen Zuschauer. Die haben eine riesen Gaudi. Mit den Läufern und auch mit dem Wetter, das Gott sei Dank besser geworden ist. Wenn wir dann nach hinten blicken, es ist beinahe wolkenlos. Am Morgen, man hätte es kaum glauben können, dass da einmal die Sonne herauskommt. Aber es hat geklappt und die Katrin Müller überholt da viele, viele Halbmarathon-Läuferinnen und Läufer und wird dann in wenigen Augenblicken bei uns im Ziel sein. Also der Laufstil der Katrin Müller ist immer noch tipptopp. Es lässt hier nichts darauf schließen, dass sie einen Einbruch erlebt hätte. Sie wird das sicher, so wie ich sie kenne, bis ins Ziel in diesem Tempo durchziehen. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ja. Andreas Gehrer also vor wenigen Minuten ins Ziel gekommen. Und den Vize-Landesmeistertitel im Marathon für sich einheimsen können. Er ist gesamt auf Rang 8 und wir geben noch einmal seine Zeit durch. 2 Stunden, 42 Minuten und 44 Sekunden. So. Damit hat er also seine Bestzeit aus dem Jahre 2012, wo er als Fünfter ins Ziel gekommen ist, ganz klar unterboten. Und wenn man sich mit den Zeiten im Marathon auskennt, auf diesem Niveau ist der Unterschied von einer Minute, das ist eine Welt. Ja, wir kommen also in wenigen Augenblicken zu den Damen. Wir kommen in wenigen Augenblicken, da sehen wir sie wieder, zu Katrin Müller. Das wird die Siegerin werden, aller Voraussicht nach. Wir wünschen ihr natürlich jetzt gar nichts mehr Böses. Es kann immer was passieren, auch auf den letzten Metern. Wie sieht es konzentrationsmäßig aus, eben wegen Umknicksen und so weiter? Wenn man die letzten Meter vor dem Ziel hat, ist man da im Kopf schon im Ziel oder ist die Katrin auch jetzt noch hochkonzentriert, damit ja nichts passiert? Die Katrin macht auf mich einen extrem fokussierten und soweit man das natürlich bei einer solchen Belastung sagen kann, noch sehr lockeren Eindruck. Natürlich kämpft sie, aber wie ich schon gesagt habe, zwischen Kilometer 40 und 42, beziehungsweise vorher auch, es gibt keinen Athleten, der hier nicht kämpfen muss. Die Gefahr umzuknicken oder sich zu verletzen ist, glaube ich, nicht unbedingt höher als sie. Und vor allem, wir wünschen sie auf gar keinen Fall, denn wenn man sieht, was sie auch für einen Vorsprung auf die Zweitplatzierte hat, wir wünschen es ihr, sie hat sich heute
den Sieg aber sowas von verdient. Katrin Müller wird die erste Dame sein und wird jetzt in knapp 4 Minuten bei uns im Ziel sein. Wenn wir mal auf die Zeiten der Damen schauen, im vergangenen Jahr, da hat die Sandra Urach in 2 Stunden 50, 38 gewonnen. Die absolute Topzeit bei den Damen, die ist aus dem Jahr 2013. Das war aus Kenia die Esther Macharia mit 2 Stunden 30 und 50 Sekunden. Das ist so eine Zeit, kann fast nur eine Läuferin, die wirklich jeden Tag nichts anderes macht als Marathonlaufen, erreichen. 2:30, 2:50, unglaublich schon von Sandra Urach. Es gibt in Österreich, glaube ich, nur eine Athletin, die wirklich an den 2:30 herankommt. Das ist die Maya Andrea, Weltklasse-Läuferin, Spitzenläuferin, Top-Athletin, Ausnahmetalent. Ansonsten, ich muss sagen, für ein Marathon-Debüt einer Cross-Triathletin eine Zeit, um die 2:50 anzupeilen, das ist schon unglaublich. Auch Sandra Ura aus dem Vorjahr, das sind alles Leute, die berufstätig sind, die Familie haben, die nicht 100% ihres Lebens dem Training widmen können. Und ja, da gibt es sicher noch einmal einen enormen Leistungsunterschied zu den Topläufern aus Kenia. So, wir sehen sie also, Katrin Müller. Sie ist jetzt ganz, ganz nahe dem Stadion. Sie kommt jetzt in wenigen Augenblicken hinter dem Stadion her und dann geht es noch 1, 2, 3 Linkskurven, eine lange Rechtskurve. Die Rechtskurve ist dann bei uns im Stadion und dann ist sie im Ziel. Katrin Müller, zur Information noch einmal, 2 Stunden 50 und 38. Das ist die Zeit von Sandra Urach aus dem Vorjahr. Katrin Müller, jetzt ist sie dann gleich hinter dem Stadion. Jetzt ist sie hinter dem Casino-Stadion. Sie freut sich schon. Wir haben es gesehen. Die Geste von ihr hat da die Faust geballt. Der Timo Hummel lässt sich da nicht abschütteln, kämpft da mit ihr. Da überholt sie noch die nächsten Halbmarathon-Athleten. Jetzt ist sie hinter dem Stadion. Also hinter der Tribüne, da könnte man sie jetzt sehen. Da sehen wir rechts also das Casino-Stadion. Da sehen wir rechts die Tribüne, die Haupttribüne. Jetzt geht's noch. Jetzt da, das hat die Sabine, das ist so angesprochen, ja? Wie ich gesagt habe, der Stolz der Männer. Das glaubt er wohl. Der wird sich ganz sicher noch, wenn er irgendwie kann, an der Katrin vorbeizwängen. Aber wenn er ein Gentleman ist, wird er natürlich auf der Ziellinie den Vortritt lassen. Ganz genau. Ich möchte jetzt nicht wetten, ob er sie noch überholen will oder nicht. Ich meine, wollen wahrscheinlich schon, aber können, das ist die andere Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sie überholen kann. Ja, denke ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt hat sie noch zwei Linkskurven zu absolvieren und dann die Rechtskurve, die lange Rechtskurve im Stadion auf der Tartanbahn. Jetzt Linkskurve für die Katrin Müller. Jetzt ist sie auf der Gegengeraden, kommt in wenigen Augenblicken ins Ziel herein und dann wird sie begleitet von tosendem Applaus der vielen, vielen Zuschauer hier im Casino-Stadion ins Ziel. Jetzt kommt sie gleich herein. Jetzt haben wir schon 2 Stunden und 50 sind jetzt absolviert. Und da sehen wir jetzt die Katrin Müller im Ziel. Sehr schön. Jetzt läuft sie ein. Das ist ihr Lied, das jetzt im Stadion kommt. Stand up for the champions. Die Leute im Stadion, die stehen. Standing ovations für die Siegerin 2015. Dreiländermarathon, Sparkasse, Dreiländermarathon. Katrin Müller aus Deutschland. Und da sehen wir sie. Jawohl. Und der Timo Hummel, brav, jubelt noch einmal mit, lässt der Katrin den Vorrang. Das ist schön. Katrin Müller, Siegerin 2015. 2 Stunden 50 und 48 Sekunden circa. Das dürfte ihre Siegerzeit sein. Gratulation an Katrin Müller. Und wir geben sofort
zu Martin Böckle, denn der hat die Katrin Müller schon zum Siegerinterview. So, jetzt können wir die Musik weggeben. Katrin Müller, ihr habt gerade gesagt, du Maschine, ein Wahnsinn. Unglaubliche Leistung, du hast gesagt, das ist mein erster Marathon. Ich weiß gar nicht, wie ich das rennen kann. Wir wissen es ja, dass du Crosslauf- oder Triathlon-Weltmeisterin bist, absolute Klasse-Athletin. Aber sowas ist auch ein Neugebiet für dich. Ja, absolut. Also ich wusste vorher auch gar nicht, was mich erwartet. Und hatte mir ganz fest vorgenommen, mit einem Lächeln hier einzulaufen. Und der letzte Kilometer ging nochmal so gut, dass ich wirklich Energie sparen konnte, um das hier zu genießen. Und ich möchte einfach nur ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an Skinfit Racing, an Skinfit generell und dieses Publikum hier in Bremen. Das ist der Wahnsinn. Ja, du bist der Wahnsinn, kann man sagen. Wie hast du dir das Rennen eingeteilt? Ja, ich hatte das große Glück, dass ich mit Dominik Berger zusammenlaufen konnte. Eigentlich wollten wir auch zusammen einlaufen. Leider ging es ihm dann ab Kilometer 30 nicht mehr so gut. Wir haben versucht, unter den Viererschnitt loszulaufen, damit wir hinten raus ein bisschen Puffer haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es so halten kann. Die kann schon wieder reden. Eine Minute am Zieleinlauf. Wahnsinn. Gratulation. Unser Applaus für die Siegerin im Marathon, Katrin Müller. Ja, das also die Siegerin Katrin Müller. Sabine, sie hat es angesprochen, nach 20, 25 Kilometern, da ist dem Dominik Berger, ihrem Kollegen, nicht mehr ganz so gut gegangen. Ja, ich weiß, wie sie mir vorab erklärt hat, dass der Dominik auch am Start war. Und ich glaube, sie haben sich auch ausgemacht, dass sie zusammen hier im Wettkampf laufen werden. Es kann auf der Marathondistanz immer passieren, dass es einem auf einmal nicht mehr so gut geht, dass man ein energetisches Problem hat. Dominik ist teuer Vater geworden, hat sich sicher auch vielen anderen Dingen widmen müssen, berufliche Neuorientierung. Und die Katrin hat das dann schlussendlich alleine durchgezogen und wie wir sehen, mit vollem Erfolg. Ja, hat es durchgezogen, ist im Ziel. Ihre offizielle Siegerzeit 2 Stunden, 50 Minuten und 46 Sekunden. Und wir gratulieren auf diesem Weg recht herzlich der Katrin Müller zum Sieg im Sparkasse Dreiländermarathon 2015. Die ist schon cool drauf, weil ich meine, das hat sie genau hingetimt. Ja. Die hat ja das ausgetüftelt, im Grunde genommen mit dem ganzen Team, mit Berger und so weiter. Und naja, die hat das, glaube ich, im Fokus gehabt. Und wie gesagt, dieses Lächeln, das hat sie bei der Pressekonferenz auch gesagt, das will sie so machen. Gratulation, aber Gratulation allen, die hier reinkommen. Das Wichtigste ist dieses, das Finishen. Die Athleten, die gewinnen, die auf den ersten drei Plätzen sind, super, klasse, absolut. Aber die 7000, die dann noch kommen, sind genau gleich gut. Sabine? Absolut. Jeder, der es hier schafft, über eine der gewählten Distanzen ins Ziel zu kommen, das ganz persönliche Ziel zu erreichen, das ist immer ein Erfolgserlebnis und um das geht es beim Sport auch. Man soll Freude haben an der Bewegung, an dem, was man tut. In der Gruppe, hier in diesem unglaublichen Ambiente, was gibt es Schöneres? Ja, fassen wir ein bisschen zusammen. Wir haben zunächst den Viertelmarathon, also den IMO-Agentur-Viertelmarathon gehabt. Jakob Meyer hat dort gewonnen bei den Herren und Denise Neufert bei den Damen. Super Leistung auch von der Denise. Absolut. Ich meine, sie hat heuer einfach so viel trainiert und durch die Vorbereitung für den Gigathlon in der Schweiz hat sie sich eine richtig gute Form geholt, hat sehr viele Bewerbe hier im Ländle, 10 Kilometer Bewerbe, aber auch Halbmarathon-Bewerbe, Top-Resultate erzielen können. Dann Jakob Meyer, will man nicht viel sagen. Hillebrand hat gewonnen bei den Herren beim Skinfit Halbmarathon und gewonnen bei den Damen. Das haben wir auch gesehen. Gantner, die Athletin aus Vaduz, die Liechtensteinerin. Schön gemischt, die Podeste. Ja, von der LG Vaduz, ja, Michelle Gantner vor Conny Berthold und Lisa Gubler. Da ein reines Schweizer Podium, denn die Michelle Gantner startet laut den Informationen da für die Schweiz, für die LG Vaduz. Genau, also die Liechtenstein, also für Liechtenstein hier hat ihr letztes Rennen in dieser Saison jetzt gemacht. Schöner Abschluss, könnte man auch sagen. Und dann der Marathon, Premierensiegerin mit der Athletin vom Skinfit Racing Team, mit Katrin Müller haben wir gerade geredet. Und natürlich der Äthiopier, sehr gute Leistung, sehr gute Zeit. Der Destabi, ja, mit 2 Stunden 13:43
Sabine hat es schon gesagt, vielleicht ist auch das Wetter ein bisschen mit Grund gewesen, dass er den Streckenrekord nicht hat erreichen können. Nichtsdestotrotz unglaubliche Leistung von Tadej Stabi, aber auch von Richard Kipronobet, dem Vorjahreszweiten, auch heuer wieder Zweiter geworden, und dem Dritten Peter Chege Wangari, beide aus Kenia, beide für Run Together. Wird es dir gefallen, Sabine? Premiere, ein bisschen mit uns heute hier? Also zeitweise habe ich mir wirklich gewünscht, ich könnte mitlaufen, weil es hier sicher kälter war als auf der Wettkampfstrecke. Ich bin einfach nur fasziniert von den tollen Leistungen, insbesondere auch von der von Harald Steger, der seinen 7. Landesmeistertitel hier gewinnen konnte mit einem tollen 4. Platz. Als Großvater, muss man sagen. Als Großvater, ja. Ja, Harry hat es drauf, ja. Strahlende Gesichter, Sonnenschein in der Zielarea, perfekter Tag. An die 20.000 haben heute zugesehen bei uns hier bei dieser Übertragung. Das sind ganz tolle Werte. Aber was noch wichtiger ist, dass man überhaupt die Möglichkeit auch bietet, dass man die Streckenbilder gesehen hat. Es ist schon klasse, wie diese Kenianer und die Äthiopier, der Äthiopier gelaufen ist. Ja, es ist sensationell. Vor allem ist es auch wunderbar für die Zuseher an den Geräten draußen, mal, dass sie sehen, wie die Strecke ausschaut. Da sieht man einmal, es geht durch den Wald, es geht entlang des Bodensees, es geht dann einmal auf Asphalt über eine Brücke, über das Zentrum von Hart, ja, und dann am Yachthafen, Gretchen, ja. Yachthafen vorbei. Also wunderbare Bilder, die man nach Hause liefern kann. Zum Abschluss sehen wir hier noch Siegerungsbilder. Das ist eben Gantner jetzt, die den Skimfit Halbmarathon gewonnen hat. Wenn man zum Abschluss kommen. Sebi, wir haben ja die nächste Zeit dann auch wieder die Übertragungen. Aber so ein Fest wie hier mit so vielen Läufern, gestern 3000 Kinder, das erlebt man auch als Moderator nicht alle Tage. Ja, das ist wunderbar. Das ist eines der absoluten Highlights immer im Jahr dieser Sparkasse Dreiländer-Marathon. Wenn wirklich, wie du gesagt hast, 20.000 an der Strecke Zuschauer, auch im Livestream auch. Im Stadion, da fühlt es sich, egal ob Regen oder ob Sonnenschein. Wir haben viele, viele Geschichten, die wir mit der Sporttrainer machen, ob sei es Fußball, sei es Eishockey, Lauf oder Radsport. Wir sind überall vertreten. Das ist wirklich ein ganz spezielles Highlight, wenn man sieht, dass das Lächeln in den Gesichtern der Finisher, das ist immer das absolute Highlight schlechthin. Ja, vielleicht können wir schon ein bisschen vorankündigen. Wir sind uns am Überlegen, ob wir den Staufenlauf zum ersten Mal live übertragen. Das heißt, dass wir die Funkruxer-Kamera an der Staufenspitze oben haben. Brutales Rennen. Also das ist am letzten Zacken. Die sind fix und fertig da. Das wäre es genau, weil das ist Live-Fernsehen. Und vielleicht einen Tag später, Axel Lütz-Windal wird bei Intersport Dornbirn sein. Da haben wir mit ihm ein Date, mit dem Axel. Und Schettel Lanz Lütz, ja, genau, sei auch dabei. Rainer Salzgeber. Und dann natürlich freuen wir uns auch schon, also das die nächste Zeit bei uns neben Fußball, Eishockey und so weiter. Aber heute der Laufsport im Mittelpunkt gestanden. Danke dir, Sabine. Ja, mir hat Spaß gemacht. Tolles Ambiente, tolle Stimmung. Sebi, und wir gehen jetzt auslaufen. Ja, wir gehen jetzt auslaufen. Auch ich möchte noch einmal Danke sagen, Sabine. Es war mir eine Freude, mit dir den Dreiländer-Marathon zu kommentieren. Ja, das nächste, was bei uns anstehen wird, das für dich anstehen wird, das ist der Liga-Check. Fußball total regional. Den gibt es dann am Dienstag zuvor. Aber noch der Hinweis: heute Abend 19 Uhr ORF Vorarlberg. Da gibt es den Bericht der Veranstaltung. 19.40 Uhr ORF 1. Da gibt es eine ausführliche Zusammenfassung und morgen natürlich dann in der Zeitung und auch am Dienstag noch. Wir wünschen in diesem Falle allen, wie sagst du es? Eine gute Zeit und wir sehen uns. Danke an unser Team, das mit dabei war. Die Sportarena, 100% Regionalität in ihrer gesamten Vielfalt.